So eine abgewetzte Jeans im angesagten Used-Look ist oft doppelt so teuer wie eine normale, nicht kaputte, nicht zerrissene, nicht verwaschene Jeans. Denn an diese Hosen muss extra noch mal jemand dran, um die Risse, die Waschungen und die Löcher reinzumachen. Das ist tatsächlich ein echter Beruf und den hat unser Reporter Christoph Karasch mal ausprobiert. Der Jeans-Destroyer. Wenn Sie mal schauen wollen. Jetzt habe ich die Naht schon kaputt gemacht. Christophs Aufgabe, in einer chinesischen Jeansfabrik 3 Tage lang Jeans zerstören. Und das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Denn hier heißt es: waschen, bleichen, sprayen, zerfleddern. Schweißtreibende körperliche Arbeit. Christophs Selbstexperiment beginnt um 7:30 Uhr morgens in Yulin, einer 5 Millionen Einwohnerstadt im Südosten Chinas. Die Gegend ist bekannt für ihre Textilfabriken. Eine davon, Christophs Arbeitsplatz auf Zeit. Wenn man sich das mal ganz genau überlegt, ist es schon ein bisschen absurd. Diese Fabrik hier existiert nur, um heile, nagelneue Jeans wieder kaputt zu machen, damit wir nämlich unseren beliebten Used-Look tragen können. Hier arbeiten diese sogenannten Jeans-Destroyer. Und so einer will ich jetzt auch werden. Der Profi-Zerstörer Jack erwartet ihn schon. Hi, ich bin Christoph. Jack, freut mich. Ebenfalls. Cool, du hast ja schon Destroy Jeans an. Löcher, Fransen, unterschiedliche Waschungen. Absichtlich angebracht. Christoph lernt, wie das geht. Da kommen wir der Sache näher. Wow. Das ist ja riesig. Meter hoch stapeln sich eigentlich verkaufsfertige Jeans. Aber jetzt heißt es, aus neu mach alt. 100 Mitarbeiter zerstören die Jeans, bis sie gebraucht aussehen. Jeder übernimmt alle Aufgaben und rotiert zwischen den einzelnen Stationen. Genauso macht's Christoph jetzt auch. Erste Aufgabe: Stonewashing. Das ist die einfachste Art, den Jeans einen getragenen Touch zu geben. Eine Waschmaschine? Das ist keine normale Waschmaschine. Für die hier brauchen wir Steine. Ah, stonewashed. Ja. Auf dem Weg zu hunderten Säcken mit Steinen fällt so langsam der Groschen. Das Stonewashing war, so naiv das vielleicht klingen mag, für mich ein erster richtig großer Aha-Moment, weil ich mir über dieses Wort Stonewashing nie Gedanken gemacht habe. Dass das also tatsächlich, dass da Steine in eine Waschmaschine getan werden. Sogenannte Bimssteine sorgen für den ausgeblichenen und leicht zerschlissenen Look. Diese Steine kennen wir zum Beispiel auch vom Hausbau oder der Fußpflege. Einfach rein damit? Das macht doch die Maschine kaputt, oder nicht? Würde ich zu Hause nicht machen. Die packt das schon. Ist ja keine normale Haushaltsmaschine. Ihr Waschprogramm für den Used Look: halbe Stunde, 60 Grad. Aber ohne Waschmittel, sondern eben mit Bimssteinen. Die raue Oberfläche der Steine reibt die Fasern der Jeans auf. Die Farbe der Jeans verblasst. Ja. Läuft. Die nächste Fuhre macht unser Destroyer-Praktikant allein. Wie lenkt man den? Leichte Startschwierigkeiten. Ist nichts passiert. Warte. Das kriegen wir hin. Wie geht das hin? Ja! So. »400 Jeans auf einmal soll er stonewashen. Ausbilder Jack macht Druck. Du musst dich beeilen. Ich schaffe täglich 5000 solcher Jeans. 5000? Wow. Das sind 12 von diesen Wägen. Oh, das gehört Nummer 2 hier.
Täglich produzieren Jack und seine Kollegen etwa 40.000 Jeans im Destroyed-Look. Heißt, um diese Zeit haben die Profis schon dreimal mehr in der Maschine als Christoph. Die Arbeiter hier schuften täglich 8 Stunden. Nach der Hälfte Mittagspause. Bei einer Tasse Tee erfährt Christoph, dass der Job für Jack weit mehr ist als langweilige Fabrikarbeit. Ich liebe die Jeans-Industrie. Mein Traum ist es, Jeans-Designer zu werden, damit jeder meine Looks trägt. Von Jack war ich total überrascht, weil ich, glaube ich, nicht gedacht hätte, dass hier in so einer Fabrik jemand arbeitet, der das tatsächlich so richtig mit Leidenschaft macht. Statt an Leidenschaft denken wir oft eher an schlechte Arbeitsbedingungen und Ausbeutung. Es ist hart, aber die Bezahlung ist gut. Ich bekomme 7.000 Renminbi. Etwa 900 Euro. Für chinesische Verhältnisse durchschnittlich. Pluspunkt, die Mitarbeiter bekommen festen Lohn statt eine Pro-Jeans-Bezahlung. In der Produktionshalle warten schon Christophs Stonewashed-Jeans auf ihn, vollgesaugt mit Wasser. Das ist mehr als doppelt so schwer. Da kann man nicht so viel auf einmal nehmen. Die Stonewashed-Maschine schleudert nämlich nicht. Deshalb ab in die nächste. Dort verlieren die Hosen im Turbo-Schleudergang innerhalb von 3 Minuten das Wasser. Danach hängt Christoph sie an einer überdimensionalen Wäscheleine auf. Jährlich produziert die Firma mehr als 10 Millionen Jeans im Destroyed-Look. Für Christoph heißt das, schnell Hosen aufhängen. Erst danach ist Feierabend. Gut gemacht, das war's für heute. Danke, dann bis morgen. Unser Reporter zieht sein erstes Fazit. Mir fehlt natürlich noch so ein bisschen der Vergleich mit den echten Profis, aber ich habe das Gefühl, heute was geschafft zu haben. Das sagt mir mein Rücken und das sagen mir vor allem auch meine blau-schwarzen Hände. X-Days Tag 2 als Jeans Destroyer. Heute muss Christoph, wie alle anderen Mitarbeiter auch, die Station wechseln. Da ist er. Was machst du? Ich mache diese Streifen auf die Hose. Ach, jetzt kommen hier die ersten Scratches rein, damit das nachher so aussieht. Sicherheit geht vor, deshalb erstmal Mundschutz an. Typisch für den Used Look, abgewetzte Stellen an Oberschenkeln, Knien und dem Saum. Was auf den ersten Blick wahllos wirkt, hat System. Mit Schmirgelpapier raut Christoph die Jeans auf, bis der Stoff fast durchscheuert. Aber Achtung, zerstören ist nicht gleich zerstören. Oh, was hast du denn da gemacht? Das sieht nicht gut aus. Die Streifen sind an der falschen Stelle. Und hier ist fast ein Loch. Oha. Kannst du die noch verkaufen? Also, so noch nicht. Wirklich? Okay. Müsste vielleicht noch mal jemand drüber gucken. Denkste, da guckt niemand drüber. Christoph muss seine Patzer selbst ausbaden und mit einem stärkeren Schmirgelpapier noch mal drüber schleifen. Okay, das reicht. Ja, ist okay. Ganz okay geworden, sagt er. Ausgefranste Nähte kommen durch häufiges Tragen automatisch. Hier machen die Mitarbeiter genau diese Gebrauchsspuren mit Absicht rein. Nächste Station, kaputte Hosentaschen. Echt jetzt? Ja, so soll das aussehen. Jack franzt die Hosentaschen mit einer Schleifmaschine aus. Heute ist das Routine, aber einen Monat musste er üben, bis er Jeans richtig kaputt machen konnte. Findest du es nicht komisch, die Jeans zu zerstören? Nein, das ist ganz normal. Dadurch sehen die Jeans ja richtig cool aus.
Und nur so bekommen sie den charakteristischen Look. Christoph hat trotzdem Berührungsängste. Es ist ein schmaler Grat zwischen coolem Look und Müll. Vorsichtig! Jetzt habe ich die Naht schon kaputt gemacht. Das ist halt Millimeterarbeit. In 0, nix hast du da die Tasche kaputt gemacht, weil du einfach durchgefräst bist. Kannst du die so verkaufen? Ja, schon. Aber ich muss für jeden Fehler eine Strafe zahlen. Solche kleinen Macken kosten ungefähr einen Renminbi. Umgerechnet sind das 10 Cent pro Macke, die Jack vom Lohn abdrücken muss. Deshalb ist ihm in 5 Jahren Arbeit nur 20 Mal ein Fehler passiert. Christoph übt weiter, aber Jack lässt ihn lieber nicht mehr aus den Augen. Alright. Yay. Das ist eine ganze Menge. Christoph, danke für deine Unterstützung heute. Danke auch. Bis dann. X-Days Tag 3 als Jeans Destroyer. Heute steht Christoph die krasseste Aufgabe bevor. Im Rotationssystem der Arbeiter kommt er um nichts herum. Die nächste Aufgabe ist ziemlich verrufen: Sandblasting. Hier tragen wir Bleichmittel mit Sand auf. Das verwandelt die Hosen von dunkel in hell. Sieht ziemlich giftig aus. Ist es ungesund? Keine Sorge, du kriegst einen Mundschutz. Ein einfacher Mundschutz gegen giftige Dämpfe und winzige Sandkörnchen? Ich bin mir nicht so sicher, ob ein Mundschutz ausreichend ist, wenn man damit so lilafarbenem Gift um sich sprüht. Da hat Christoph recht. Sandblasting ist so schädlich, dass es in Europa und vielen Teilen Asiens komplett verboten ist. In China aber legal. Hier bestrahlen die Mitarbeiter die Hosen mit klitzekleinen Sandkörnern unter immenser Druckluft. Das kratzt die Farbe von den Jeans. Die lila Chlorbleiche sorgt für zusätzlichen Used-Effekt. Die Arbeit mit den aggressiven Mitteln ist anstrengend und laut. Doch die Mitarbeiter haben sich längst daran gewöhnt. Ja, aber ich find's total giftig. Ich weiß nicht. Ich fühle mich hier nicht so wohl in dieser Umgebung. Trotzdem heißt es, weiterschuften, bis alle Mitarbeiter die Station wechseln. Für Christoph geht's dann zur letzten Aufgabe. Hier darfst du Löcher in die Hose machen. Das Rippen der Jeans, darauf habe ich gewartet. Hier? Die Mitarbeiter rippen, also zerschneiden die Jeans mit einem Cuttermesser. Und mit Plan. Je nachdem, wie der Kunde die Schlitze bestellt hat. Aber Vorsicht, nur die Jeans rippen, nicht die Finger. Denn sogar erfahrene Destroyer wie Jack verletzen sich regelmäßig. Pass auf, sonst tust du dir weh. Okay, die Dinger sind wirklich scharf. Unser Reporter ist ein bisschen zu zaghaft. Nichts passiert. Mehr Schmack ist Christoph. Profis dürfen pro Hose maximal 2 Minuten brauchen. So okay? Ah, er ist noch nicht ganz begeistert. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Christoph setzt die Schnitte mit gut 1 Zentimeter Abstand. Im Anschluss aufreißen, damit die Fäden gut rauskommen. Wenn Sie mal schauen wollen. Die Seite ist ein bisschen zerrockt, gebe ich zu. Aber hier wird's langsam. Den Kunden wird's gefallen. Mehr Lob von Jack kann Christoph nicht kriegen. Er darf weiter zerstören. Am Ende des Tages zeigt Jack ihm das Ergebnis. Eine waschechte Destroyed Jeans. Dank der Used-Effekte jetzt doppelt so teuer. So sieht die
die Jeans dann am Ende mal aus. Alles von dir. Ja, das haben wir alles gemacht. Ach, cool. Ja. Du hast die gemacht. Die hier ist für deine Hilfe. Für mich? Dankeschön. Thank you very much. Zerstörte Jeans sehen mühelos und lässig aus. Aber Christoph weiß nun, wie viel Arbeit hinter dem angesagten Look steckt. Ehrlich gesagt bin ich immer noch erstaunt. Die Jeans, die in dieser Fabrik ankommen, die sind ja eigentlich schon verkaufsfertig. Aber die Arbeit geht hier dann erst so richtig los. Viele Prozesse, voller anstrengender Handarbeit. Und ja, gesundheitlich ist es eben manchmal auch bedenklich, was da drin so passiert. Ich bin froh, dass ich das Ding hier jetzt erstmal nicht mehr brauchen werde.